Das sieht nach harter Arbeit aus. Das wiederum weniger. Egal jedoch, ob harter Arbeitseinsatz oder entspannter Ausflug in die Natur, Schüler der Leibniz-Schule haben bei einer außergewöhnlichen Aktion mitgemacht und im Offenbacher Wald Bäume gepflanzt. Insgesamt pflanzen wir heute 1750 Bäume und wie es aussieht, sind wir noch nicht ganz so weit. Plant for the Planet heißt die Aktion. Yannick, Luca und Simon erklären uns, wie das Projekt zustande kam. Felix ist ein Schüler in einer bayerischen Schule und der hat ein Projekt über die Klimakrise gemacht. Und dann hat er am Ende ganz spontan gesagt, lasst uns in jedem Land der Welt 1 Million Bäume pflanzen. Davor hat er aber in einem Film, den er gesehen hat für sein Projekt, Wangari Maathai, eine Afrikanerin, gesehen, die in Afrika 1 Million Bäume gepflanzt hat. Das hat ihn inspiriert und so wollte er damit beginnen. Ja gut, da muss ich noch was zu ergänzen. Wangari Maathai hat in 30 Jahren 30 Millionen Bäume gepflanzt, ist eine Friedensnobelpreisträgerin, ist aber leider schon verstorben. Felix, heißt Nachnamen Finkbeiner, war früher 9 Jahre alt und hat das Ganze dann gegründet. Die Pflanzaktion verläuft im Moment also einwandfrei. Die Schüler haben ziemlich schnell begriffen, also worauf es bei der Pflanzung selbst ankommt. Das heißt also, wie technisch die Pflanze in den Boden zu bringen ist. Er hebt jetzt hier gerade das Loch aus. Hier muss es senkrecht sein, damit der Baum gut drangestellt wird. So, das wird jetzt hier schon reingeklopft, das macht er sehr gut. Hier ist der Baum und die Wurzel und die kommt jetzt da rein. Wir müssen immer hier glatt sein nach unten. Ja genau, nach unten. Sonst kriegt der Baum keine Luft und vertrocknet. Dann stecken wir den Pfropfen aus Lehm. Mit den Mineralien nach unten, also mit dem, was unten war, auch wieder nach unten. Dann wird eine Röhre drüber gestülpt, die davor hindert, dass Rehe die Knospen anknabbern, weil das mögen sie sehr. Und dann kommt hier dieser Stab. Und das muss vor allem hier in der Mitte sein. Das sieht man jetzt. In der Mitte, damit. Die Pflanze muss in der Mitte von der Röhre sein, damit die Pflanze genug Platz hat. So, jetzt. Die Pflanzaktion findet auf einer Windwurffläche statt. Da hat vor ein paar Jahren der Wind reingehauen, hat die Kiefern und das, was dabei stand, umgeworfen. Und wir hatten zunächst gehofft, dass sich das eine oder andere natürlich ansamt und wieder wächst, dass der Wald wieder zuwächst. Und da dies nicht erfolgt ist, hat sich diese Aktion Plant for the Planet jetzt eben angeboten, hier die Fläche zupflanzen zu lassen. Das ist eine hervorragende Aktion. Wir haben einen Standort, mit dem die Eiche besonders gut klarkommt. Sie wurzelt sehr tief durch. Sie steht sehr fest und ist damit auch sehr stärker gegenüber Sturm und Wind geschützt, als das die Kiefer war, die bisher hier gewachsen ist. Man tut ja auch was für die Umwelt, wenn man Bäume pflanzt. Es ist einfach jetzt schöner, als im Unterricht zu sitzen. Ich denke, dass es wichtig ist für die Kinder, hier Bäume zu pflanzen, weil erstens mal dadurch sie was machen. Also es ist ganz wichtig für die Kinder, was zu machen. Viele wollen was tun für den Klimaschutz, wissen aber nicht was. Also sie können was aktiv machen. Und ich glaube, dass dadurch das Umweltbewusstsein generell gesteigert wird.